Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen jetzt mal wieder eine Runde Dredge, The Pale Reach. Okay, und ich habe jetzt auch, glaube ich, nee, warte mal, da müssten wir auch so hinkommen. Das Problem, ich suche ja immer noch die, nicht die Friseuse, die Frau. Boah, Junge, boah, ey, sorry. Moment, da muss ich angucken. Was ist das? Knolliger Seehecht. Ich suche immer noch die. Wie heißt sie dann? Die, wo Fotos macht. Fotografin, Mann, ey. Die da irgendwo gestanden hat. Du hast sie, glaube ich, gestanden, oder? Jetzt ist sie verschwunden. Finde ich nicht gut. Ihr Leid, es tut mir leid, dass ich hier gerade rumfahre wie der erste Mensch. Das Leid halt ganz einfach Dotra. Oh fuck. Fuck. Das Leid halt ganz einfach Dotra. Dass ich gerade was anderes gespielt habe. Und jetzt wieder an die Steuerung do gewähne, ist schon hardcore. So. Okay. Den haben wir mal weg. Oh shit. Wie ist denn das? Ach ja. Moment. Wahrscheinlich ist man das böse Narwal anlocken. Ich habe aber keine Fische. Und ich brauche so viele Fische, wie ich hier kriege dann. Das ist jetzt eher schlecht. Ah! Junge. Okay, jetzt kann ich nicht mehr angeln. Ist das richtig? Jo. Naja, doch irgendwie so. Angeleffektivität verringert. Okay, ich guck besser, dass ich abpumpe. Ich habe nämlich so das Gefühl. Dass der hier irgendwann wieder kommt, ne? Der war ja überall irgendwo. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Das ist voll cool. Angel ich halt langsam, ist wieder egal, so. Nee, ist mir nicht egal, weil ich finde da nämlich nicht mehr heim. Habe ich noch so dicker. Jetzt so nur so komische, bloße Fischis. Okay, ich muss gucken, dass ich heimkomme. Okay, das war ein schlechter Anfang, tut mir leid. Das kann ich besser. Ich muss gucken, dass ich jetzt so rauskomme. Und dann reparieren wir das Schiff, dann gehen wir schlafen. Und dann machen wir das nochmal vom Pfanne. Das ist so richtig jetzt hat. Kann ja wohl nicht Sinn hier. Dass ich mich so drastel wie der letzte Mensch. Das ist aber ein Klinker da. Kack hier. Ja. Muss man um zu fluchen wie ein Seemann. Ganz böse hier, aber ganz böse. So, guck mal. Oh ey. So, komm, machen wir schon mal da sind. Das können wir ja mitnehmen. Was ist denn das? Seesterne. Die Sterne der Tiefe haben einen Augenfleck am Ende jedes Armes. Die kriechen durch das schwache Licht und versammeln sich. Ja. Geht denn ab hier? Achso, das ist gleich mal Trophäe kriegt. Ja, dann her mit. So. Ja, ja. Jetzt mal darüber gehen. Kann ich schon nicht einfach nehmen. Ne, ich muss die schon richtig sortieren. So. Sorry. Geht dann nochmal darüber. So. Und die komische Krabbe ist da. Es wird vermutet, dass sie von Ansiedlerkrebsen abstammen. Ihre asymmetrischen Körper schrauben sich in verlassene Schalen. So. Hier, da guck alles neben fertig. Zack. Jetzt müssen wir das natürlich erst abgeben. Das können wir noch ein bisschen machen, ne? So, guck mal her. Ein bisschen Zeit verkaufen. Ihr wisst ja, wie die Sache ist. Zeit verkaufen, Schiff auf Ballere. Ja, du weißt, was ich meine. Okay. Ja, laber du nicht. Verkaufen. Atem durchziehen einen ausgedehnten, mit Flüssigkeit gefüllten Körper, in dem sich ein Schatten regt. Das ist schon wirklich ein seltsames Vieh. So. Hier oben noch einer. Dann haben wir im Netz auch noch ein paar.
Jetzt tun wir. Moment. Wir können jetzt nicht unser ganzen Fisch verkaufen. Die brauchen wir ja eventuell mal. Okay, alles klar. Nee, doch. Hafen mal. Pass auf. Wir nehmen. Schwierig. Ja, komm. So, reparieren, ne? Ja. Ist schon klar. Du mal alles reparieren hier. Hoppala. Junge. Das ist schon. Also hier brauchst du viel Kohle durch für die Eiswelt. Oh, komm mal her. Gut. So, ne, das haben wir alles schon gehabt, aber ich nehme es trotzdem alles. So. Und da eben war noch einer, gell? Ja. Machen wir alle her. So, dann nehmen wir alles insammeln. Zack. Und jetzt verkaufen wir das Vieh. Ja. Erzähl du nur, du. Selbst. Ich jetzt. So. Fischmarkt verkaufen. Verkaufen. So und so. Jetzt haben wir alles. Den Ende im Netz, den lassen wir. Ja. Dann gucke ich nochmal kurz bei mir hier. Die Kajüte. Neue Nachrichten? Habe ich die neue Nachricht hier? Habe ich noch gar nichts von. Achso, Tagebücher. Ja, aber das habe ich doch vorhin gelesen. Haben das Treibeis bei dichtem Nebel erreicht. Einige Kanäle scheinen das durch das Eis zu führen, aber große Schollen treiben darin schnell an Gefahr da. Aber das haben wir doch gelesen. Das habe ich doch. Genau, das habe ich doch vorhin schon gelesen. Nun ja. Enzyklopädie brauchen wir auch nicht. Missionen. Alle Ferne. Runde die Gegend. Ja. Das machen wir, aber erst gehen wir ein rund Schläfchen machen, ne? So, also wie gesagt, das machen wir jetzt nochmal richtig, ne? Sorry, das war jetzt, weil hier, ich hab mich halt dargestellt wie ein Depp. Naja, Amosa. Muss man Amosa, so, diesmal machen wir das anders, da. Das fahren wir nämlich anders rum. Und guck mal, ich hab da ja letztens noch. Oh, was gibt's da? Das Holz? Ja, Holz brauche ich nicht. Mein Boot ist schon gut. Aufgeballert, das kann man nämlich aufhauen. Da guckt doch, ich weiß was Gelbes. Da fahren wir jetzt halt hin. Oder nicht. Weil wir nämlich nicht hin kommen. Ne, wir kommen da oben. Was ist denn das? Wenn ich dich angle. Ach, das ist so Vampirhai oder wie die Dinger heißen, gell? Koboldhai. Sicher, das habe ich sogar gewusst. Hab ich nicht im Sunst Endless Ocean gespielt. So. Nee, da komme ich halt nicht durch. Ne? Da müssen wir weiterfahren. Und andererseits kommen wir auch nicht durch, habe ich aber mal geguckt. So, kommt man da irgendwie hin? Was ist das da? Nee, das ist alles Holz. Welche Baumaterial braucht man nicht? Dann haben wir ja beim normalen Dredge haben wir ja alles aufgepowert. Das wär, ist das schon in Ordnung. Hast du gedenkt, hä? Du komischer Bödel, du. So. Guck mal, da hinkommen. Hier vorne ist noch irgendwas. Waren wir da schon? Ich glaube schon. Da hinten ist was und da kommen wir auch hin. Das sieht mir auch noch Bretter aus. Nee, kommen wir nicht hin. Das ist alles. Wir sind nicht gerüstet für sowas. Ja, ne, brauche ich nicht. So weit. Das ist doch der Krebs, oder? Natürlich ist der Krebs. Tschüss. So, kann ich mich mal hier rumheben, du. Koboldhai brauche ich auch keiner. So. Wir müssen es. Ja. Plätto Nummer, Kollege. Wir müssen es. Da waren wir auch schon. Haben wir das Händelchen draufgelegt. War kalter Späh. Unglaublich. Ich atme immer noch ein bisschen. Bin ja schließlich. Brauchen wir jetzt halt Küsten? Nee. Junge. Das sieht cool aus. So. Muss doch wohl da irgendwo hinkennen, oder nicht? Scheinbar nicht, ne? Ich kann doch jetzt nicht die ganze Zeit rumfahren und nichts gemacht haben. Und wir schon wieder da verplempert. Das ist mal da 100. Yeah. Wow, sieh, drumherum gedriftet. Kommt doch mal ein bisschen Stoff. Mal da mal vorwärts kommen, ha? So. Sind wir dann hier?
irgendwo, wo es nicht weitergeht. Ist alles voller Eis. Ja, aber das war doch gestern nicht so, oder? Hm. Ja, Pferde. Und alles zu, außer bis auf das, was wir vorhin gefunden haben, wo man hätte dann freisprengen können. Das kann ja auch nicht der Sinn der Sache sein. So. Wo haben wir? In unserem Schleppnetz zu Hause. Mache ich denn die am besten so hin? Bist du hässlich? Bist du hässlich? So. Wird schon wieder dunkel. Jetzt wird es natürlich richtig fies, wenn es hier dunkel wird. Wow. Nee, 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 nee. Das machen wir nicht, gell? So, Moment. Auf die Karte gucke. Nee, da gibt's nichts. Ich muss so ganz außen rumfahren. Bringt alles nichts. Gehen am Mond, ne? Hier ist noch irgendwas, oder? Wo ist was? Wo kann ich nehmen? Nee, komm ich nicht nehmen, ihr Leid. Es tut mir leid. Es ist ja nicht so, als würde ich es nicht versuchen, aber ich komme halt einfach nicht nehmen. Weil ich nicht so weit bin. Das reimt sich sogar. Was war denn das? Muss ich von hier vielleicht nehmen? Ja. Sieht schon besser aus, oder? Oh ne, da vorne ist auch zu. Nope. Ich komme da einfach nicht nehmen. Also. Unverrichteter Dinge. Wieder wegfahren. Zurück. Noch ein Tag sinnlos verplempert. So ist es halt. So ist es halt, wenn man nichts kann. Da schlüpfst du auf deinen Frachtraum. Ich schlüpfe hier gleich mal aus dem Frachtraum, Kollege. So. Ich mach. Gleich mal verkaufe. Hier ist es, ne. Ich fahre eine verkackte Fotoausrüstung. Fahre ich jetzt halt schon 3 Jahre da rum, welche? Es geht mir auch irgendwie auf den Sack. Ein zweibeiniger Körper mit primitiven Gliedmaßen bereitet sich auf den Aufstieg vor. Yeah. So. Oh, was ist das da? Ein Trichtersee? Ein leuchtendes Auge dreht sich in einer tiefen Höhle. Eine Antwort von oben. Nun, mein gutes Arsch. So. Ich fahre wieder in die Werft. Du wieder repariere. Ihr wisst, wie das geht. So. Zack, alles reparieren lassen. Und dann gehen wir pennen. Und haben jetzt genug Fisch gesammelt. Und dann fahren wir halt neue da hin. Mein Gott, nee. Sorry, da verspreche ich euch. Zeig, dann halte ich es nicht. Ne? Wir müssen da halt nehmen. Das hat aber so gezischt. So, und diesmal versuche ich nicht, jede Eisstrahle mitzunehmen. Vielleicht jede zweite, aber nicht jede. Oder ändert sich da tagtäglich das Eis? Kennt natürlich Sinn, ne? So, ich brauche noch ein paar Fische. Scheiße. Eis. Jesus. Jetzt habe ich euch natürlich auch gehuscht. Da vorne habe ich die Räuspertaste und trickst du nicht. So. Also irgendwo war doch da aber was. So. Entschuldigung, ich muss gerade was trinken. Aber die Zeit läuft ja eh nicht weiter.
Solange wir da nicht rumfahren. So. Fahr da hin lang. Oh ja, als ob die Eisschollen nicht schon genug wären, weißt du? Was ist das da hin? Ja, aber du brauchst doch keins, oder? Die Station? Ja, okay. Boah. Nehmen wir mal einfach. Und noch einer. Mit dem da kann ich eigentlich gar nichts anfangen, oder? Ja, da kriege ich schon keinen Fisch nehmen. Naja. So. Halt. Mit dem Netz gucken, wie komme ich denn zurück? Acht. Oh, eieiei. Sorry. So. Wenn er da kommt, du Anhieber. So. Oh, sorry. Falsches Knöpfchen gedrückt. Ich schläfe immer noch deine blöde Fotoding da rum. So. Jetzt so. Das Beste ist doch jetzt einfach, oder? Kann ich ihn jetzt einfach abbumsen? Ja, danke. Das war jetzt vollkommen sinnlos, oder? Jetzt haben wir unser Fisch losgerät. Ja, geil, danke. Super Idee. Mann, ey, wir machen doch Futterstation hier. Muss ich hier wieder angeln gehen? Aber nur so kleine. Ey, wir hätten noch nicht einmal kleine Kaxifisch. Okay, jetzt bin ich irgendwie angefressen. Irgend so ein Dödelmann hat da einfach eine Futterstation hier gemacht. Und ihr macht überhaupt nichts, außer dass es mir fittert. Das ist doch scheiße. Wer macht denn sowas? Jetzt habe ich keinen Fisch mehr. Und hier gibt es nur so kleines. Da war geklötet. Oh. Ah ja, davon kriege ich das nächste nicht voll, glaube ich, oder? Dinge vergeht die Zeit halt wie sauber, nicht so viel Kackfisch durchfangen. Halt gar nicht auf, dass ich jetzt angefressen bin, oder? Welche leere Sache mal. So, na, wenn ich uns mal so einer kriege. Fraktale Antarktis Dorsch. Der Dorsch. Der hat bestimmt Dorscht. Okay, da ist die Station, ne? Ich gucke jetzt einfach auf die Karte. Ach, das wird sogar ingezeichnet, wo was ist, ne? Okay, ich bin innen drin. Na, oben kann ich einfach rausfahren. Ich fahre jetzt nur rechts. Also da durch. So, dann nur rechts. Und dann da rechts vorbei, nochmal ums Eck. Was ist da hier? Ja, so viel dann zu dem Thema, ne? Aha. Also, oh, da komme ich aber hier, oder? Nee. Mann, ey. Halt. Doch, doch, guck. Nein, nicht. Oh, Mann, oh. Kann ich wohl jetzt hin hier? So, jetzt aber. So, ich habe genug Fische. Da muss ich die jetzt alle einzeln und lieber dran. Mann. Bin ich doch viel zu faul. So. Zack. Macht denn doch immer so Geräusche. Das hört sich auch wie Fuchs oder so. Dieses. Hey. Hey. Ja, genau das. Diese Polarfuchs. Och Mann, oh. Ah, die hätten ruhig die Steuerung ein bisschen, ne? Ein bisschen verbessern können, mein lieber Mann. Guck mal, das passt ja wie Arsch auf Eimer hier. So, ich lese mal noch was vor. Eines der wenigen Wirbeltiere mit transparentem Blut. Sein glasiges Fleisch verschmilzt mit dem Eis der Umgebung. So, was ist aber das? Eiskristalle durchbrechen seinen Körper und entstellen Schuppen. Zähne und Flossen. Achso, entstellen Schuppen, Zähne und Flossen. Blum. Ach Mann. So, jetzt hat. In den Haufen passen keine Fische mehr. Ich weiß. Achso, ich kann nicht fortfahren. Karton. Jawohl. Das müsste ihn sättigen. Zumindest eine kleine Weile lang.
Ich hoffe es doch. Ah. Mann, ey. So. Ich hoffe, dass es jetzt aber was gebrungen hat, ne? Ja, hat's. Ah, nicht dort drauf fahren. So, endlich mal wieder ein bisschen Quetsch da halt nicht. Macht doch richtig Spaß hier. So, guck mal, das ist das Mittelding. Das Mittelding, das hauen wir halt da daneben. So, jetzt ist es natürlich schon dunkel. Oh, was ist das da? Oh, kann ich da pennen? Das wäre ja super. So, du legst an einer kleinen Plattform aufs Eis an, die rund um eine riesige klauenbewehrte Hand verläuft. Oh, ja, stimmt, sehe ich ja alle. Du bist nicht der Erste an diesem Ort. Überreste eines lange verlassenen Lagers liegen auf dem Eis verstreut. Ja, dann gehen wir mal rostige Ausrüstung. Du durchwühlst einen kleinen Haufen an Ausrüstung im Schnee. Die meisten Gegenstände stecken fest im Eis, aber in einem kleinen Rucksack findest du ein altes Tagebuch. Welchen Eintrag möchtest du lesen? Alle. 2. Juni 1847. Der Captain befahl uns, ein Lager auf dem Eis in der Mitte der Lagune zu errichten. Als wir die Lichter im Eis sahen, dachten alle nur an Schätze. Unsere Mission umfasste eigentlich keine Schatzjagd, aber da der Captain eh den Löwenanteil aller Funde bekommt, da überrascht es mich nicht, dass er die Regel nicht so ernst nimmt. Wenn das Lager fertig ist, fangen wir mit dem Graben an. 4. Juni. Den ganzen Tag im Eis gegraben. Kaufen und Eis hacken. Weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so erschöpft war. Man gönnte uns nur 2 kurze Pausen am Tag. Als ich mich in der Grube gegen das Eis lehnte, hörte ich etwas. Es klang anders als die Eishacken. Kurze, scharfe Töne. Sehr tief, wie ein Grollen aus der Tiefe. Bei meiner ersten Pause tönte es nur gelegentlich. Nur ein paar Mal pro Minute. Bei meiner zweiten Pause war es schneller, wie ein Herzschlag. Was haben sie dann da ausgebuddelt, die Leute? Der Captain hat gehört, wie ich anderen von dem Geräusch in der Grube erzählt habe. Im Handumdrehen war ich vor seinem Schreibtisch und dachte schon, mein Heuer würde gestrichen. Achso, Heuer. Oder angeheuert wurde, sei Lohn sozusagen. Zu meiner größten Überraschung wusste er schon davon. Ich musste es ihm immer und immer wieder beschreiben. Er will, dass ich ihm helfe, herauszufinden, woher es kommt. Als er in mich drang, sagte ich, dass es aus Osten zu kommen schien. Okay, was hat der Captain gemacht mit dem, als er in ihn drang? Naja, okay, war er halt Ment. So ist es halt auf See, ohne Frage. Naja. Morgen ziehen wir aus. Ah, ich wollte gerade uns aus. Morgen ziehen wir aus, um es zu suchen. Vielleicht kriege ich danach eine Prämie. So, und dann? Das war's dann von welcher Prämie, ne? Dann gucken wir mal, oder ihr wisst, ein helles Licht. Eissplitter. Eine unnatürliche Eisnagel ragt über verschneiten Ausrüstungsresten in die Höhe. Darin windet sich ein dunkler Schatten. Dann halte ich mal das Ohr ans Eis. Eine gequälte Stimme ruft aus der Tiefe des Eises. Hilf mir, eingefroren, so viele Jahre. Befreie mich. Der Captain wollte nicht befreit werden. Bitte, zerschlage das Eis. Was denn passiert? Diese Gestalt windet sich in schmerzhaften Formen. Wir sahen tanzende Lichter im Eis. Grubentief wussten nicht. Ich hörte es. Das Herz schlagend unter dem Eis. Das Zerbrechen, Aufwachen, die Geräusche im Osten. Ich ging. Der Captain brachte ihn her, um es zu finden. Die Hand in der Nacht. Jetzt red doch mal gescheit. Schatten vom Clown. Die Dunkelheit schwindet. Ich wandte mich ab, nur einen Augenblick. Er schmerzt die Clown. Mein Rücken so kalt, so dunkel unter dem Eis. Komm mal her, doch mal auf zu verzählen. Der tut mir hier so sei. Da ganze Familienstory du verzähle. Zerschlage das Eis. Wer bist denn du überhaupt? War der Bootsmann. Der Expedition. Der Schrecken. Bitte zerschlage das Eis. Soll ich das Eis zerschlagen? Damit es schweigt, muss man zerschlagen. Ah, ich hab das Dingens da noch nicht. Der tut mir leid. Aber ich kann da ein Foto machen, wenn du willst. Geht leider nicht. Komisch. Ah. Da. Bitte zerschlage das Eis. Nee, not her. Ich muss erst das Spitzhäckchen holen. So. Dann würde ich sagen, dann schlafen wir noch rund.
Warte mal. Komm ich denn hier jetzt Y drauf? Wir können über das do ins Lager machen, oder? Es geht nicht ins Lager. Das ist so kacke. Ich hab gewonnen, hier kann man A ins Lager. Nö. Warte mal, wir lehnen mal nochmal ab. Ich will mich hier nochmal umgucken, weißt du? Eben. Das ist das Gelbe. Ja, hopp, komm, wir gehen jetzt durch und pennen. 21 Uhr, da hat ein guter Seemann im Bett zu leihen. In seiner Kajüte. So, dann gehen wir jetzt rund pennen. Schön ausschlafen. Sollen wir nicht ein sehr bisschen schlaf kriegen, wenn ich schon nicht schlaf genug? Also ich. Naja, egal. So. Dann brauchen wir. Ah! Mann ey! Was ist denn das so? Oh, geil! Ring, ding, ding, ding. Ring, ding, ding. Was mache ich denn, doofer Quatsch? So, guckst du. Zack, fertig, ja. Okay. Ich hab so das. Ich hab so das saudumme Gefühl, wir sind ganz besen in Rasakas. Aber mal so richtig bes. So, jetzt muss ich. Also wach. Also wach. Junge, hä? Wie ich doch. Kamera. Kamera, du bist mein Feind. Weil der Mann, der Baumgärtner war stolz auf mich. Achso, der Baumgärtner war mein Fahrlehrer. Wie ich da mal drum herum gezirkelt bin, hätte er gesagt, Malöber, du kannst das so richtig. Ja, ja, jo, kann ich das. Ja, so, wir holen jetzt den da noch hoch. Ah, das ist wieder so komischer, gell? Ja, ja. Ah, der passt genau da hin, guck mal. Zack. So, fahren wir da nicht dran und fahren. Ich muss da irgendwie rauskommen, ne? Wäre eine gute Idee, wenn ich da so rauskäme. Ich weiß jetzt aber nicht direkt, wo der nächste. Jetzt ist es nicht, ich kriege okay, gerade klarer Satz mehr raus. Wo der nächste Trichter ist, um das Putzi-Vieh anzulocken. Aber die waren ja irgendwie alle. Okay, in dem da war ich. Scheinbar. Also wäre der nächste da links. Also einfach da links da und dann ist da so Trichter wieder, oder wie? Guck mal. Ich guck mal, Erich. Ja, da ist halt zu, ne? Aber da ist kein Trichter-Dingens. Okay. Nächster Versuch. 13 Uhr, das passt noch. Da rum hat's. Da hinten ist noch einer, jawohl. Moment, wir rufen mal. Hoppala. Ich habe überhaupt keinen Fisch. Das ist eng. Aber man kann ja schon was hinlegen, ne? Glaube ich. Hoffe ich. So, jetzt haben wir her. Also, Melindo, den nicht hin. Ne? Ja, ja. So, dann holen wir aus dem Netz den da. Und mache, hoppala, geht doch nicht mehr. Mache denn quasi so da hin. Ja, aber dann hast du ohne so eine Ense. Guck mal. Ach, guck mal, so ist es aber mal nice. Ja, aber. Ich sehe, dass es nice ist, aber es ist dumm. Moment. Ich kann mit deine Kackfisch halt nichts anfangen, nichts anderes. Außer so halt, ja, komm, machen wir das so. Zack, so kleine kriege ich immer irgendwo hier. So, jetzt fahren wir wieder zurück. Was? Baumgärtner, was? Ich hab dich nicht gehört. Ich bin voll super. Ich würde das jetzt halt schon noch gern machen, dass wir mal was hingekriegt haben, weil das, wo wir. Da hinten sind noch ein paar Fusch. Zwei Dinger sogar, ne? Das eine ist was im Abbau. Das sind schon Fisch, oder? Sag mal her. Och, nö. Schon wieder so komischer. Das sind dann doch kein Fusch. Fuschifisch. Ja, die lassen wir jetzt da hin, ist ein Fuschifisch.
Und das sind sogar kleine. Ich hoffe nur, dass mein Angel nicht kaputt ist. Mein Angel ist kaputt. Macht aber nichts. Ich brauche, lass mich überlegen, noch zwei Zweier oder so, gell? Boah, das dauert ja Stunde. Ey, willst du mich veräpplen, weil... Ja, hopp. Er will mich veräpplen. Jetzt finde ich es natürlich mit ihm. Ah! Wo war das Ding jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. So, noch richtig. Habe ich gewusst. Natürlich habe ich das gewusst, oder? Ah, jo, habe ich das gewusst. Ich bin ein schlauer Kerl, schon bin ich. So, jetzt pass auf. Pass auf, wie wir das aber machen. Wir nehmen den da. So, wir nehmen den da wieder mit. Und den da knallen wir da eben hin. Und zwar so. Ich bin noch nicht fertig, ne? Ihr Leid. Den da knallen wir da wieder hin. Ja, das passt. Guck. Jetzt machen wir den da oben hin, dann gehen wir ans Netz. Oh, da habe ich noch zwei. Dann würde das so gepasst. Machen wir den da hin. Den da hin. So, dann haben wir ja halt doch noch irgendwie was hingekriegt. Unglaublich. In den Haufen passen keine Fische mehr. Das müsste ihn sättigen, zumindest eine kleine Weile lang. So, jetzt müssen wir aber Obacht passen. Ist natürlich dunkel, das ist natürlich doof. Ich hoffe, dass da hinten wieder so eine Anlegestelle ist. Och komm! Ah, da eben ist noch was. Okay. Wenn man Klicker hat. Kollege. Ist da noch eine Anlegestelle schon, oder? Ja, irgendwo schon. Okay, dann tun wir das erstmal da angeln. Habe ich extra gemacht, um zu zeigen, was für ein geiler Zerrer ich bin. Oh. Gut. Hey, dann haben wir ja alles, oder? So. Ich was angle hier? Was bist denn du für ein Fusch? Ach, schon wieder so ein komischer Vampirhai. Ne, wie heißt die Dinge? Vielleicht was, Mensch. Also laut Karte? Ah ja, doch. Gut. So, dann würde ich sagen, dann heben wir dem da noch ein bisschen zu, was er zu sagen hat. Ach, der. So. Erstmal die Ausrüstung gucken. Ach so, vorlesen, ne? Hier gibt es nur noch sehr wenige Überreste. Wer auch immer dieses Lager errichtet, war eindeutig schlecht vorbereitet. In einem Beutel findest du ein ledergebundenes Tagebuch. Welchen Eintrag möchtest du lesen? Im Moment überhaupt keiner, weil ich nämlich einen Schluck runter habe. Moment. Ah, ein lecker Nassgetränk. Die Männer haben den ganzen Tag gegraben. Sie haben Eisblöcke ausgebrochen, von denen manche wie Kristalle funkelten. Andere waren dunkelblau und schöner als Saphire. Aber keine zeigte ein Leuchten, wie wir es in der Nacht gesehen hatten. Mir fiel aber am besten eine Unruhe im Eis auf. Es begann als regelmäßiges, fernes Grollen. Als die Männer tiefer gruben, wurde das Pulsieren schneller und stärker, bis ich sehen konnte, wie sich das Eis an der Oberfläche verschob. Ich muss den Captain informieren. Vielleicht ist das wieder diese Narwalbestie, obwohl es viel größer zu sein scheint. Beim Schreiben dieser Zeilen fallen mir die Augen zu. Die Sache muss bis morgen warten. 4. Juni. 7. Juni. Heute Morgen tauchte der Captain im Ruderboot allein aus dem Nebel auf. Offensichtlich bleibt der Bootsmann im östlichen Lager und wartet auf die Nacht. Ihre Suche war erfolglos, aber es erscheint sinnvoll, dass die Lichter nachts besser zu sehen sind als am Tag. Morgen gehen wir zusammen nach Westen zu dem sich verschiebenden Eis, das ich gemeldet hatte. Achter Juni. Wir sind allein auf einer kleinen Eisinsel. Nach stundenlangen Rudern durch enge Kanäle tauchte sie plötzlich aus dem Nebel auf.
eine riesenhafte, monströse Klaue aus der Tiefe. Die Kreatur, zu der sie einst gehörte, muss schon lange tot sein, denn die Klaue ist völlig festgefroren. Ich wollte sofort umkehren, aber der Käpt'n bestand auf einer Erkundung. Er ist nervös, schaut sich ständig um und lauscht auf das kleinste Geräusch. Er ist überzeugt, dass nach Einbruch der Nacht etwas passiert. Als das letzte Licht der kalten Sonne verblasst, habe ich das Gefühl, dass es eine lange, lange Nacht werden wird. So, das sind also immer Tagebücher von anderen. So, es ging um unter Eissplitter. Jetzt wieder ein dunkler Schatten. Ich heuche mal, ne? Gefangen für immer. Dieses Gefängnis, hol mich raus. Zerschlag es irgendwie, befreie mich. Wo bist du? Ich bin der Steuermann. Finde eine sichere Route, kartografiere das Eis. Es kam von jenseits. Zerschlage es irgendwie, befreie mich. Was ist denn passiert? Das Graben, das zerbrochene Eis wie ein Netz, das Herz aus Eis erwachte. Ich erzählte ihm, flüstern im Westen, nahm den Bootsmann mit. Osten, kehrt allein zurück. Die Gestalt erschauert und lässt das Eis zittern. Am nächsten Tag ruderte hier der Käpt'n, sah die Klauen, ergriff meine Seele, er bestand darauf. Lager aufschlagen, Schatten der Besten. Warte auf die Sterne in der Nacht. Ich sah seine Gestalt, plötzlich verschluckt von der Kälte, im Dunkeln. Er verließ mich. Es labert ja genauso viel. Ja, ja, nee, ich kann dich nicht zerschlagen. Also das Eis, tut mir leid. Mach ich Mäue. Jetzt tue ich erst mal Ausruhe. Ein kleines Päuschen machen. Und dann zeige ich euch, was wir machen. Damit man halt, also weil ja der Anfang ein bisschen holprig war. Ich guck mal, ob ich da gleich links rauskomme. Wahrscheinlich aber nicht, ne? Ne, es wäre ja zu schick. Oh doch. Weil ich da gleich links rauskomme. Was macht denn da jetzt so komische Musik hier? Fahre ich noch schnell zurück ins Lager. Mann ey. Was ist über Bord gegangen? Habe ich nicht. Bin ich dumm oder was? Ich bin in die falsche Richtung gefahren. Scheißendreck. Okay. Ich muss quasi so da irgendwo hin so. Nur warte so. Also nach oben. Nur warte. Ja, ich will doch gleich zum Mädel fahren. Welches, wo muss ich denn hin? Links. Zum Mädel fahren und gleich die Schaufel dort dran machen lassen. Das ist nur saumäßig wichtig. Moment. Naja, eben ist schon wieder so ein Eisding. Ja, weil irgendwie, Junge, wir kriegen doch ja nur aufs Maul hier. Mal durch die Pläne Kack, das bin ich noch richtig, ja. Eiswürfelberge durchfahren. Oh nee, oder? Jetzt sei, dass wir da nicht nach Hause kommen. Doch. Ja, ich hoffe halt, dass wir nicht vorne so, dass wenn ich einen Eisbrecher da dran habe, dass ich dann da einfach durchballern kann, alles wegschiebe und gib ihn. So, da sind wir. Dann, Mädel, walte deines Amtes. Bitte mach mal so geile Schublade dran. Wie geht das? Die werft, schätze ich, oder? Ja. Okay. Ja, erst mal repariere generell. So. So. Dann. Okay, die werft war es nicht. War es beim Fischmarkt? Ich habe schon wieder vergessen, wo man das macht. Hey, das habe ich doch vorhin. Moin, ich hier mit meinem Freund. Im Dock vielleicht? Nee. Verbesserung? Eisige Baustelle. Da war das. Ach, Mann, ey. Es ist so kompliziert. So, jetzt pass auf. So, oh ja, geil, das passt. So, jetzt der nächste da dran. Jawohl. Ja, das ist alles. Ich wärme nur schnell die Hände und dann fange ich an. Hier ist das Mädel. Das hat ja richtig lang gedauert hier. Was ist denn los? Ist kalt oder was? Gut, ich glaube, es müsste funktionieren. Der Bug deines Schiffes kann jetzt durch Eisschollen brechen. Na los, probier es aus. Ich werde von hier aus zusehen.
Schön, schön sieht man aus. Ja, aber behalt sie mir schön genug aus, weil. Dankt jetzt, ne? Wir haben jetzt da lang genug. Wir machen morgen weiter. Morgen geht's rund, ihr Leute. Und baller ich alles kaputt mit meinem geilen Eisbrecher da. Dann schalte morgen in, wenn das Eis knacken ziehen wolle. Und her oder so. Keine Ahnung, ich laber komisch Scheiß. Hopp. Fertig. Tschüss. Wer ist denn over and out? Nee, wie sagt der Seemann? Petri Heil. Tschüss.